bisschen Mike und Linux. Ja. Ich habe jetzt hier auf dem Rechner hier auf Monolith habe ich jetzt auch KDE Connect installiert. Und mir ist da was aufgefallen. Wenn ich hier browsen will, sagt er, kommt diese Fehlermeldung. Jo, was is ist es? Ist ein Bug in KDE Connect, zumindest in der Version, die hier auf dem Rechner installiert ist. Wir wissen ja, auf dem anderen Rechner habe ich Debian Testing und da sind immer aktuellere Pakete installiert als auf der Debian Stable Version, in dem Fall hier Buster in der Version 10, also Debian 10 in der Version Buster so rum, im Stable-Zweig und deswegen gibt es ja eine ältere KDE Connect Variante. Und da ist es so, dass man den Dolphin-Browser, den File-Manager, nachinstallieren soll. Jo, mal gucken. Ich will nur gucken, was da jetzt nachinstalliert. Benötigt. Okay, beschädigt. Ist klar, weil Dolphin habe ich ja nicht drauf. Und KDE natürlich auch nicht, außer jetzt hier die Runtimes. So, er empfiehlt. Okay. Extra Ruby und schlägt vor Dolphin Plugins, ist klar, ersetzt. So, versuchen wir mal. Steht in Konflikt mit Dolphin, ist klar. So, mal gucken, was man jetzt von KDE noch drauf installiert. Und dann würde ich sagen, wir legen mal los. Installieren. Ja, haut da noch Ruby mit drauf. So, anwenden. Ich zeige euch jetzt mal, wie das hier über Dings geht. Zu installieren zeigt uns nochmal, das sind hier 19 Pakete. 30 Megabyte holt er so ungefähr runter. Dann würde ich sagen, Engage. Einzelne Dateien anzeigen. Ich gucke mir mal an, was er hier macht. Kann man auch weglassen. Und dann soll es in der KDE Connect Version funktionieren. Wie gesagt, in der neuen KDE Connect Version tritt der Fehler nicht auf. Und da wird auch Tuna, der Dateimanager von XFCE, da ich mir den Namen nicht merken kann, gestartet. Jetzt bin ich mal gespannt. Schließen. So. Browse Device. In dem Fall hier war es nicht. Weil bei anderen war es die Lösung gewesen, dass man dann den Dolphin nachinstallieren soll. Und wo ist er denn jetzt hier da oben? Es gibt zwar Aktionen, neues Unterfenster und so weiter. Okay. So, das ist jetzt hier Tuna. Tuna nicht, hier Dolphin. So, jetzt versuche ich es nochmal, weil Dolphin war noch nicht konfiguriert, weil ich den zum ersten Mal jetzt gestartet habe. Nee. Funktioniert nicht in dem Fall. Da werde ich jetzt mal weiter testen, worum es geht, warum es geht. Hier steht Walkaround. Kann ich euch eben mal zeigen. Für KDE Connect Browsing Bug. Und hier steht dann, dass man den installieren soll, den Dolphin. Ja, hier unten. In the meantime, you can use the fix around all the same people reported that installing Dolphin fixes the issues. So might try it, if it sounds appealing. Also wie gesagt, bei mir ist es nicht der Fall. Nemo habe ich gar nicht. So. Müssen wir mal gucken. Also Dolphin ist es nicht. Dann werde ich mal schauen. Ansonsten, wie gesagt, auf dem anderen Rechner kann ich es ja noch auf dem Handy browsen. Jawohl. So, wenn ich hier noch eine Lösung finden sollte, dann melde ich mich wieder.
Also bis später. So, und noch eine Geschichte. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ihr habt ja, ich war ja mit euch auf der Seite gewesen und da ich hier eine andere Seite hier hatte, wo es mit dem Dolphin beschrieben war, habe ich diese noch gar nicht gelesen, die Seite. Und wie gesagt, Dolphin funktioniert bei mir nicht, deswegen versuchen wir das jetzt mal so, wie es hier steht. Jetzt habe ich einfach hier mal KD Connect abgehämmert und er sagt mir, er hat ein System gefunden. So, mal gucken, wie geht das jetzt hier. Open your File Manager, run User. Okay, machen wir mal. Natürlich muss ich mir jetzt erstmal hier die versteckten Dateien anzeigen lassen. Jetzt mal gucken, wo muss ich das suchen? Ach so, da muss ich hier rausgehen. Sofern er mich dann lässt. Dateisystem. Warte mal, hier gibt es hier RAN, habe ich gerade gesehen. RAN. Und dann User. Das müsste das Handy sein, ne? Nee, das ist also mal Wein. Your ID, your device. Warte mal, das war das hier gewesen, hier oben. 78F. Ha, da ist es, okay. Und jetzt kann ich mir hier Fotos anzeigen lassen. Ja, da sind wir. Und den Mann, den kennen wir schon, also der Olli. Den haben wir gestern schon gesehen. Alles klar, gut, okay. Also, wenn das mit dem Dolphin nicht funktioniert wie bei mir. Ja, es dauert jetzt ein bisschen, bis die Daten übertragen sind. Aber es geht, ich kann auf das Handy zugreifen. Ja, ich möchte zumachen. Also, was man machen muss, wenn ihr das Problem auch habt. Also, und Dolphin nicht läuft, dann macht das am besten, macht das so. KD Connect ist der Befehl hier. Dann wird euer Gerät angezeigt. Dann geht ihr mit dem Browser nach One User. Dann hier die 1000 und dann sucht ihr euer Gerät, das hier angezeigt wird unter KD Connect hier im Terminal. Und dann habt ihr Zugriff auf euer Smartphone über WLAN, wenn ihr Debian Buster benutzen solltet. Alle aktuelleren Distributionen und auch Debian Testing in der Bullseye Edition haben dieses Problem nicht mehr, weil die die neue KDE-Version haben. Beziehungsweise nicht die KDE-Version, die KD Connect-Version, so rum. Gut, das war dann. Ich sage dann mal danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss!